Also wir sind hier zur Einsatzstelle nach Eversmeer gerufen worden, zu einem gemeldeten Garagenbrand. Als wir hier angetroffen sind, die ersten Kräfte, war aber schon klar, dass das mehr als ein Garagenbrand ist, der sich mittlerweile ausgebreitet hat auf einen Wohngebäudebrand und das ist dann dementsprechend auch alarmiert worden. Die ganzen Holtrimer Feuerwehrkräfte sind hier, plus DRK, plus Rettungsdienste und auch umliegende Feuerwehrkräfte. Also wir hatten folgende Probleme an dieser Einsatzstelle. Die Wasserversorgung ist hier schwierig, weil das relativ ländliches Bebauung ist, also lückenhaft. So sind hier nicht an vielen Stellen Hydranten und wir mussten lange Wege laufen, um Wasser hierher zu bekommen oder ausreichend Wasser. Wir hatten Probleme, weil viel Rauch die Straße zugemacht hat, sodass wir die nicht überqueren konnten, um das Gebäude, also die Kommunikation an der Einsatzstelle war schwierig. Wir mussten von zwei Seiten aus arbeiten. Initial standen wir vor einem großen Metallzaun und gemauert das Ganze. Das heißt, wir sind schwierig auf das Grundstück gekommen oder hatten enge Zuwegung. Das hat relativ schnell geklappt, aber die Zuwegung war ziemlich eng. Wir haben die Drehleiter in Stellung gebracht. Dafür mussten allerdings ein paar Bäume gefällt werden, damit die so rüberschwenken konnte über das Haus. Und so sind mehrere Bäume gefällt worden hier vor Ort, die vor dem Haus standen. Ja, wir sind mit drei Atemschutztrupps direkt ins Gebäude reingekommen. Zur Menschenrettung haben diese Person gesucht, die gemeldet noch da drin war. Von zwei Seiten sind wir davor gegangen und ein Trupp hat diese Person dann auch gefunden und aus dem Gebäude gerettet.